Wir wollen Frauen mit Respekt behandeln. Wir wollen ein Gentleman sein. Wir wollen gute Menschen sein. Wir sind Männer. Aber wer hat jemals gesagt, dass wir deswegen nicht zu unseren Bedürfnissen stehen sollen? Keiner. Eine Kunst, die viele Männer scheinbar schon seit Jahrzehnten vergessen haben, ist die direkte Ansprache von Mann zu Frau. Du bist nicht hier, weil du Mädels austricksen willst und ein Bett manipulieren oder irgendwie rumkriegen willst. Du bist hier, weil du Frauen entdecken, verführen und entlang dieser Reise irgendwann die große Liebe finden möchtest. Richtig? Ja, verdammt. Wir sind Männer. Wir wollen nicht einfach nur irgendwas. Wir wollen eine tiefe Verbindung. Und dazu dürfen wir auch stehen. Und lass mich dir was sagen. Das wollen Frauen auch. Aber wie soll sie es jemals wissen, dass wir uns mehr mit ihr vorstellen können, wenn wir uns nie trauen, es ihr zu zeigen? Mein Name ist Andy Friday. Ich bin Flirtcoach für Männer mit Tiefe. Und ich zeige dir jede Woche, wie du wunderschöne und intelligente Frauen verführst und entlang dieser Reise deine große Liebe findest. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt und klick auf die Glocke, wenn du echte Verführung lernen möchtest. Ich bin kein großer Fan davon, zu Hause auf meinem Sofa zu sitzen und darauf zu warten, dass eine Frau mich auf Tinder matcht oder dass endlich die eine hübsche und intelligente Frau aus dem Freundeskreis wieder Single ist. Nein, das müssen wir nicht. Viel lieber suche ich mir eine Frau aus, die ich interessant finde. Und dann ist mir egal, ob wir uns schon kennen oder nicht. Egal wo, wenn mir eine Frau über den Weg läuft, die mir den Kopf verdreht, dann muss ich sie kennenlernen. Und dann gibt es auch keine Ausreden. Es ist Schicksal, es ist meine Bestimmung, es ist, wer ich bin, es ist meine Genetik, es ist scheißegal. Ich werde sie kennenlernen. Ich werde mich nicht verstellen. Du bist ein Mann und sie ist eine Frau. Wir müssen es nicht komplizierter machen als das. Meine Teilnehmer in Coachings sind regelmäßig überrascht, mit welcher Dreistigkeit ich mich neben eine wartende Frau stelle und ein Gespräch mit ihr anfange. Und dieses dann auch noch so gut läuft, dass wir nach kurzer Zeit Nummern austauschen und uns wiedersehen. Man könnte jetzt meinen, dass ich ja sowieso weiß, was ich sagen und tun muss, um sie so interessiert für mich zu machen. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Es ist nie das Was, sondern immer das Wie. Und was wirklich hinter dem Wie steckt, ist etwas, das viele Leute verpönen. Dreistigkeit. Und ich sag dir auch gleich, wieso sie es verpönen. Wir alle wissen, wie wichtig der erste Eindruck ist. Und was glaubst du, macht es für einen ersten Eindruck, wenn aus dem Nichts heraus sich ein Typ ganz dreist neben dich stellt und sagt, hi, ich warte mal mit dir. Das ist absolut nicht alltäglich, aber es verlangt dir Eier ab. Und es bedeutet auch nicht, dass sie jetzt irgendwelchen Verpflichtungen unterliegt. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass du die Chancen von null irgendwo ins Positive gerückt hast. Und nun hat sie die Chance, dich kennenzulernen. Die Einzigen, die Dreistigkeit anmeckern, sind immer wieder die Menschen, die selber unzufrieden mit ihrem Leben sind, die unzufrieden mit ihrer Partnerwahl sind, die ständig in Angst leben und ihre Angst auf dich projizieren wollen, die so unzufrieden sind, dass sie es nicht akzeptieren können, dass es jemanden gibt, der außerhalb dieser Unzufriedenheit existiert. Dass jemand tatsächlich glücklich sein könnte, mutiger ist als sie, es ihnen zeigt, den Weg geht, den sie immer schon mal gehen wollten, aber sich nie getraut haben. Das können sie nicht abhaben und deswegen machen sie dich dafür rund, wenn du dreist bist. Dreist sein, das ist ein Ehrenabzeichen. Es bedeutet, dass du dein Leben in die Hand genommen hast. Es bedeutet, dass du einer unter Tausenden bist. Nehmen wir an, du bist unter Freunden. Wenn ich unter Freunden bin und ich sehe eine Frau, bei der es in mir einfach wow macht, dann spreche ich sie an. Aber weißt du was? Meine Freunde, ob Männer oder Frauen, die finden das toll, weil sie zufrieden mit ihrem Leben sind, weil sie es mir gönnen. Wenn du sie siehst, dann denk nicht nach. Sprich es aus. Wow. Und dann geh los. Lass deine bescheuerte Maske fallen und find heraus, ob du einen Korb bekommst oder eine Nummer. Ist eigentlich scheißegal. Du weißt genau, wovon ich spreche. Ich spreche nicht davon, dass du irgendeine Frau siehst, die da entlangläuft. Wir sprechen davon, dass du die Frau siehst, in der es bei dir kribbelt. Die Frau, wo du ganz genau weißt, okay, sie ist was Besonderes. Ich sollte sie kennenlernen. Ich muss sie kennenlernen. Ich will sie kennenlernen. Und sobald du anfängst zu denken, kommt das Aber. Darum lass es gar nicht erst zu, dass es zum Denken kommt. Die 3-Sekunden-Regel. Ich wiederhole sie immer wieder, weil sie ein so schlüsselhafter Bestandteil deines Erfolges ist. Wenn du etwas willst, dann hast du 3 Sekunden,
um danach zu gehen, denn nach 3 Sekunden kommt der Zweifel. Danach kommen all die Stimmen in deinem Kopf, ob sie wahr sind oder nicht, die dich davon abhalten wollen. Es ist egal, was ich von dir denke, es ist egal, was deine Freunde von dir denken, was sie oder irgendjemand anderes von dir denkt. Lass die bescheuerte Maske fallen und steh zu dir. Die Hauptsache, dass du es getan hast, dass du dich getraut hast, ist der Beweis, dass du deinem Mann gestanden bist. Und auf mehr kommt es nicht an. Denn das macht dich zum Mann, nicht das Resultat. Das Machen. Denken ist erst nach dem Sex erlaubt. Versetz dich bitte mal in ihre Lage und stell dir vor, was wäre, wenn du sie nicht ansprechen würdest. Wie sehr sie dann am selben Abend noch sich ins Knie beißt, dass sie nicht den Mumm hatte, etwas zu tun. Aber das Ding ist, sie wird dafür noch viel mehr verurteilt als du. Wenn sie etwas getan hätte, wenn sie dich angesprochen hätte, dann wäre sie unten durch, in ihrem Kopf, da gehen so viele Alarmglocken an, einen Kerl anzusprechen, das traut sie sich erst recht nicht. Es liegt nun mal an uns, diesen ersten Schritt zu gehen. Und das ist eine verdammt große Ehre. Ich bin auch introvertiert, verdammte Scheiße. Aber das heißt nicht, dass ich kein Mitspracherecht über mein Leben habe. Es ist 2020, wir sind Männer. Zeit, dass wir uns auch so verhalten. Wenn du wissen willst, wie man mit Frauen flirtet, dann klick hier.